So, ganz kurz. Haben wir alles schon gemacht, aber müssen wir jetzt normal machen, glaube ich. Und ich dachte, ich habe gespeichert. Habe ich nicht mehrfach gespeichert? Oh, Alter. So, kennen wir schon. Kennen wir schon. Leichter Beutel, Betäubungsbolzen. Dunkles Brot. Ja, das hau ich mir mal rein. Die verfaulte Feige nicht. Da bin ich auch ein bisschen zu stolz zu. Pistole nehmen geht nicht. Okay. So, das Ding hier. Hier, es gibt hier keine Tür. Ich wollte die Tür gerade zumachen, damit uns keiner von außen sieht, vorsichtshalber. Das haben wir schon gelesen. So, nochmal speichern. Oh, ein Hundezwinger-Club. Das Problem ist, wenn ich die jetzt zerstöre... Es tut mir leid. Die sind sehr böse. Die sind sehr, sehr böse. Boah, Alter! Was macht der Mann? Okay. Zerstörbare Tür. Wie kann ich ihn zerstören? Wie kann ich die zerstören? Stechender Bolzen, Armbrustbolzen, Brandbolzen, wird wahrscheinlich nicht gehen. Springmine, Nacromine, stößt Schrapnelle aus. Können wir natürlich probieren, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Wie kann ich die zerstörbare Tür denn zerstören? Ich habe ja gespeichert. Was? Und wo bitte willst du hin? Ich bin's, Hundi. Ich habe gespeichert, ich lade das eh gleich. Ich wollte nur gucken, was hier hinten drin ist. Ob hier irgendwas ist, was sich für uns lohnt, aber irgendwie ist hier... Hier ist ja wirklich... Hier immer auch... Durchs Fenster. Das ist nichts. Aale in der Speak. Okay, großartig. Ich lade mal eben. Ich wollte nur gucken, was da hinten drin ist. Jetzt wissen wir zumindest, dass ein Fenster da reinführt und dass nichts, dass überhaupt wirklich gar nichts da drin ist. Das ist natürlich nicht so viel, aber naja. Ich würde sagen, besser als nichts, aber das wäre gelogen, denn es ist ungefähr genauso viel wie nichts. Hätte ich die auch nicht alle umbringen müssen. Naja, was soll's. Tschüss. So. Okay, weiter mit der Nachtsicht. Vielleicht ist da noch ein Knochenartefakt oder eine Rune. Vielleicht können wir da so rein. Das ist dann wohl dieses Zimmer hier. Naja, haben wir immerhin geöffnet. Gut zu wissen. Hier ist wirklich gar nichts drin. Okay, ganz kurz, mal auf mein Herz hören. 47 Meter, das ist irgendwie unten. Überall da, wo wir rumlaufen, gibt es natürlich keine Rune. Klar. Hätte mich ja sonst auch gewundert. Wäre wohl sonst auch zu einfach. So, ganz kurz spähen. Da ist was. So, Flaschen, Flaschen, Flaschen. Birne und Pfirsich. Und ein dunkles Brot. Und gleich sind wir wieder geheilt.
Verarbeitetes Walöl kann man verkaufen für 10 Münzchen. Und da ist sonst nichts. Trauben auch nochmal schnell fressen. Alles fressen, was wir kriegen können. Hahn benutzen, ganz toll. Gut, hier ist nix. Ist einfach nur... Was ist das da? Ah, okay, Knochenartefakt. Wir haben noch so viel zu holen hier. Wir haben noch so viel zu holen. Briefe und sonst ist ja nix. Metallschrank schließen. Lalalala. Wir müssen noch so viel sammeln und wir finden irgendwie gar nichts. Wir haben ein Knochenfragment bisher gefunden, obwohl der ganze Level vollgestopft ist wieder. Hier geht's auch nirgends weiter, ne? Nee. Wir können den Level wahrscheinlich auch schnell beenden. Also wir könnten ihn wesentlich schneller beenden, als wir das jetzt machen. Aber ich will natürlich auch die Runen mitnehmen. Und hier ist doch bestimmt gleich irgendwo eine Wache. Die kam doch bestimmt von hier oben. Ist jemand? Sie arbeiten doch schon so lange hier. Da müssen Sie doch wissen, dass Dr. Hypatias Büro tabu ist. Bitte, es würde Dr. Hypatia nicht viel Zeit kosten, Sie sich anzusehen. Meine 7-jährige Tochter hat sich beim Wassertragen das Bein gebrochen. Und mein 3-jähriger Sohn hustet seit Wochen. Er ist so blass, grau fast. Ich könnte sie herbringen. Es tut mir sehr leid, aber da kann ich nichts machen. Dr. Hypatia behandelt keine Patienten mehr. Und das Institut untersteht der Garde. Scheinbar können sie ihren Dienst nicht tun, ohne Probleme zu machen. Bitte, ich kann nicht noch ein Kind verlieren. Wo ist Dr. Hypatia? Sperrt sie bis auf Weiteres ein. Was? Nein! Meine Kinder brauchen mich! Lassen Sie mich gehen! Ich frage mich, ob die Gerüchte vom Kronenmeuchler wahr sind. Der kaiserliche Schutzherr, im Ernst? Diese Trottel. Jetzt schläft's halt noch ein bisschen tiefer. Hemd stinkt. Braucht eine zweite Uniform. So, Beutel nehmen wir auch mit. Da sitzt sie da einfach und pennt. Ich glaube, es hackt. So. Schaltkreis manipulieren. Kein Kabelwerkzeug verfügbar. Es wäre so schön. Aktive Alarmglocke auslösen. Nein. Pass auf, ich mach mal ganz kurz... Das Herz mach ich mal weg. Ich mach mal ganz kurz Nachtsicht. Oh. Oh, jetzt muss ich gerade voll niesen. Entschuldigung. Und ich komme hier nicht so direkt ans Mischpult. Das ist noch so sehr gewöhnungsbedürftig. Entschuldigung. Oh, Alter. Ich hab mir fast die Nase geplatzt gerade. Was? Was mummelt der da? Ist aber, glaube ich. Das war sicher nicht. Hat einen Hund gewählt oder so. So blöd sind natürlich alle nervös. Deutet das eine weitere. So, den Kollegen haben wir auch. Erstmal ausschlafen, das ist wie Urlaub. Bewusstlosigkeit ist für mich wie Urlaub. Anders kenne ich das gar nicht. So, können wir das mitnehmen? Immer wenn ich Gemälde finde, können wir die nicht mitnehmen. Sieht aber cool aus. Der My Cloud Study. Sieht natürlich sehr cool aus. Soll ich hier wieder drehen? Wie immer. Brusi? Kommentar? Kein Kommentar. Brusi macht keinen Kommentar mehr. Oh, hab so Hunger. Vater, liebste, heilig, ich nur so, hier liegt... Nein. Kommode öffnen. Whiskygläser, dass sie hier kein Geld in den Schränken haben, wie jeder normale Deutsche.
Das ist ja komisch. Jeder normale Deutsche hat in seinem in jedem Schrank immer Geld liegen. Habe ich gelernt bei Spielen, bei Computerspielen. Das ist ja süß. Sollte ich lassen? Ich speichere mal und mach's trotzdem. Interessiert keine Sau. Kann ich hier vielleicht das kaputt machen? Und dann mal durchspähen. Wo kommen wir denn? Wo kommen wir denn da hin? Ziemlich trocken. Könnte wirklich einen Whisky oder so vertragen. Oder auch irgendwas Billiges. Der Maya-Tinktur, wo sind wir denn hier? Oh nein, nein. Eine Shisha? Ach, wir sind, glaube ich, in ihrem Büro, ne? Adam Eitingtour haben wir voll. Easy going. Ja klar, gar kein Problem. Ich glaube, wir sind in Dr. Hypatias Büro. Kann das sein? Ist das ihr Büro? Birnensprudel. Brenner anschalten. Können wir damit irgendwas machen? Oh, der Timer läuft. Wahrscheinlich kommen gleich Wachen. Nee, doch nicht. Vielleicht ist das hier auch nicht ihr Büro. Habe ich mir zwar so gedacht, aber naja. Kerze löschen, lalala, sonst können wir nichts machen. Whiskyglas. Ich dachte, dass jetzt haben wir ihr Büro gefunden. Karte von Eddermeyer. Vielleicht ist das auch ihr Büro. Wir müssen erstmal die Karte holen. Scheiße. Und ich laufe hier wieder rum. Scheiße. Ich kann die Gemälde nicht klauen. Scheiße. Okay, wir könnten hier nach unten gehen. Halte ich aber für eine schlechte Idee. Oh nein, wer ruft denn jetzt an? Ich habe einmal das Handy nicht auf lautlos gemacht. Keine Ahnung, wer es ist. Ich hoffe, ihn anzurufen. Moment. Ja, Range? Nein, ich gehe doch nicht ran im Let's Play. Normalerweise ist das Handy dann immer auf lautlos. Habe ich diesmal vergessen. Scheiße. Gronk tötet voll die Atmosphäre. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Aber ist ja auch egal. So, Eddermeyer-Institut benutzen. Aha, Hafenberatung, Dr. Hypatias Büro 5. Da waren wir gerade. Da waren wir doch gerade. Das ist Dr. Hypatias Büro. Wieso konnten wir da nichts mitnehmen? Wir müssen erstmal rausfinden, dass es ihr Büro ist wahrscheinlich. 7 Eingangshalle, lalala, okay. Optional finde eine Karte des Eddermeyer. Knochenartefakte lesen. Auszug aus einem Büro über Seemannstradition aus Walknochen geschnitzte Objekte. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns, so sagt man. Die Geschichte der Schnitzkunst reicht weit zurück und wurde von den alten Hasen an die Grünschnäbel weitergegeben, die noch nicht auf einem schwankenden, das haben wir auch schon. Hatten wir schon ein neuer Missionshinweis? Okay, laut dem Übersichtsplan im 4. Stock. Toll, dass wir es jetzt wissen, obwohl wir schon drin waren. So, das nehme ich auch mit. Ist egal, wir suchen ja trotzdem ein bisschen ab. Ich möchte die Artefakte und sowas noch mitnehmen. Letzter Eintrag im Tagebuch der Oberen. Ich wurde entlassen. So haben sie es genannt. Als hätte ich gerade den Tee gebracht und dürfte wieder gehen. Und ich, dämlich wie ich bin, dachte schon, ich bekäme zur Abwechslung einen Nachmittag frei. Ich sagte, toll, wir sehen uns dann morgen. Und dann wurde ich knallrot, als sie erwiderten, ich brauche nicht wiederkommen. Nie wieder. Ohne eine Erklärung. Und ich darf noch nicht mal der guten Frau Doktor auf Wiedersehen sagen. Was habe ich nur getan, dass sie mich so mies behandeln? Habe ich Hypatia nicht immer unterstützt? Habe ich nicht immer alles getan, was sie von mir verlangt hat? Ich war ihre rechte Hand. Das hat sie selbst gesagt. Ich habe versucht, mich an irgendwas zu erinnern, an irgendeinen Fehler. Ich habe diese Medikamentenfiole auf dem Tresen liegen lassen und danach war sie unbrauchbar. Aber das liegt schon über einen Monat zurück und Hypatia hatte sich überhaupt nicht darüber aufgeregt. Aber sie war wohl doch enttäuscht von mir und nur zu rücksichtsvoll, um es mir direkt ins Gesicht zu sagen. All die unerledigte Arbeit. Ich bin zu verzweifelt, um noch mehr zu schreiben. Die Oberin wurde also plötzlich entlassen und generell alles untersteht der Garde. Irgendwie scheint ja sowieso alles nicht sehr doktorig zuzugehen, sondern irgendwie so mehr so, als wäre hier gerade alles okkupiert.
Badesalz. Verkaufen. Das neue Album. Das... Ja, doch, Handy. Es wirkt wirklich so, als wäre hier gerade alles eher besetzt. Anders Rekuperations... Recoup? Nee. Alter! Gardist, die Aneignung medizinischer Vorräte wird gemeldet und mit Geldstrafe belegt. Mhm. Okay, gut. Anders Rekuperationspersonal. Die Wettervorhersage verspricht uns morgen einen sonnigen Tag. Daher bitten wir Sie, die Patienten ohne Termin für eine Luminotherapie auf die Terrasse zu bringen. Falls nötig, verwenden Sie Rollstühle. Wir haben nicht genug Moir-Bräunungsboxen und so teuer wie sie sind, werden wir sobald auch keine neuen erhalten. Die Defekten werden leider auch nicht repariert. Also lassen wir unsere Patienten stattdessen etwas echtes Sonnenlicht genießen. Dr. Vasco. Ob das gut oder schlecht ist, ich habe keine Ahnung. Das kann man nicht mitnehmen. Hier liegt sonst nichts. Im Mülleimer auch nicht. Knochenartefakte kennen wir auch schon. Runen oder Knochenwart in einer Artefakte in der Nähe. Liegt hier vielleicht auf der Etage irgendwas, dass wir nicht wieder zurück müssen. Oben ist noch was. 22 Meter, ein schwarzes Knochenartefakt, was immer das heißt. 25 Meter und da drüben 14 Meter. Da muss doch was sein. Es muss einen Hauptschlüssel für das Labor geben. Irgendwo. Steht jemand und genießt den sonnigen Tag. Da stehen sogar drei und genießen den sonnigen Tag. Von hier aus kommen wir auch nicht nach oben, ne? Was sagen Sie, der Herzog zieht uns bei lebendigem Leib die Haut ab, wenn ihr etwas zustößt. Das ist deutlich genug. Mhm, wenn ihr etwas zustößt. Der Herzog. Der Herzog. Der Herzog zieht uns bei lebendigem Leibe die Haut ab, wenn ihr etwas zustößt. Herstößt. Ich hätte vorher speichern sollen. So, den trage ich da jetzt mal weg. Und dorthin, wo hoffentlich niemand patrouilliert. Kann ich den nicht in so einen Mülleimer schmeißen? So, ich lege den einfach mal da ab. Jetzt speichere ich ganz kurz. Der Herzog zieht uns bei lebendigem Leibe die Haut ab, wenn ihr etwas zustößt. Aber wem etwas zustößt und welches Interesse hat der Herzog daran? Irgendwie kommt mir das vor, als wäre das wichtig. So, das war er gerade. Glaube ich zumindest. So, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau, warum das hier steht. Kann man die nicht ausmachen eigentlich? Haben die keinen On-Off-Schalter oder muss man da jedes Mal irgendwo Walöl rausnehmen? Und hier geht's, glaube ich, auch gar nicht. Das Ding ist einfach nur da. Leere Flaschen. Was ist denn? Mann! Ich mach mal Handy gerade lautlos. Ach, die Dead by Daylight Gruppe. Aha. Kevin hat ein Foto gesendet. Schön, Kevin. Ganz toll, Kevin. Ich bin sehr stolz auf dich, Kevin. Du alter Fotosender, Kevin. So, wo kommen wir hier hin? Wahrscheinlich nirgends. Ah, da oben waren wir vorher. Da sind wir angekommen. Und jetzt sind wir quasi im Gebäude. Wir müssen aber irgendwie. Ach, da oben können wir uns vielleicht hinporten. Aber ich glaube nicht, dass wir da oben reinkommen, oder? Ich glaube, da wird bestimmt alles dicht sein.
ist eine Tür offen. Speichern. Da haben wir uns jetzt aber reingeschummelt. Da haben wir uns jetzt richtig reingeschummelt hier. Da haben wir uns jetzt aber ganz schön reingemogelt hier. So, wir gehen gleich mal gucken. Ich will nur mal schauen, dass hier keine Wachen sind. Vermodert, vergammelt. Spähen. Oh. Das sieht aus wie eine Rune. Outsider schreien. Ah, nice. Wie gut. Wie gut. Haben wir gefunden. Ich liebe es, wie sich Geschichten verändern, wenn das gesprochene Wort sie schreibt. Unvollkommen, halb verstanden, schlecht erinnert. Schon bald wird die Geschichte des Kronmeuchlers verformt und verbogen werden, wie ein weiches Stück Metall. Mal ein Monster zum Abschluss freigegeben, dann ein Opfer von Verrat, verschont, weil es einen anderen Weg gab. Doch du erinnerst dich an die Wahrheit, nicht wahr? Deine Wahrheit. Ja, unsere Wahrheit ist natürlich, dass wir verfolgt werden. So, wir haben 5 Runen. Fünf Runen, was wollte ich denn machen? Bluttons wollte ich nicht machen, Knochenhandwerk, was wollte ich denn machen mit den Runen, wenn ich so viele besitze eines Tages? Beweglichkeit finde ich auch ganz toll. Tödlicher Schwarm. Windstoß, zerschmettert Türen und lenkt Projektile ab. Das wollte ich machen, glaube ich. Zeit verlangsamen finde ich auch sehr, sehr geil. Für einen Moment. Beherrschung wollte ich machen. Du musst dafür freien Blick auf das Ziel haben. Mit dieser Kraft kannst du dich beim Schleichen in kleinen Winkeln verstecken oder Wege benutzen, die normalerweise zu klein für dich sind, so wie Wasserrohre oder Luftschächte. Wenn du die Kontrolle über eine Ratte übernimmst, werden Gegner versuchen, dich zu zertreten. Als Wolfshund kannst du schneller sprinten. Gut, dass wir alle Wolfshunde umgebracht haben. Das ist ganz praktisch. Und vor allen Dingen hier, das wird noch schön. Menschen beherrschen und Leichen beherrschen. Das wird richtig schön. So, Beherrschung. Ja, 4 Runen gibt es. Eine Rune haben wir sogar noch übrig. Leichen beherrschen. Beherrsche einen kürzlich verstorbenen oder bewusstlosen menschlichen Wirt. Benutze Leichen als Versteck, um Auseinandersetzungen zu vermeiden und dir die Umgebung näher anzusehen, ohne entdeckt zu werden. Verbesserte Beherrschung ist verlängerte Dauer. Okay, das ist auch ganz gut. Größere Entfernung überbrücken und bist handlungsfähiger, während du deinen Wirt besetzt. Ich mache erstmal natürlich Leichen beherrschen. Voll geil. So, Leichen beherrschen. Träumchen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Walöl können wir verkaufen. Das Klettern lohnt sich. Das Klettern lohnt sich einfach. Das Rumsuchen und Rumklettern, das lohnt sich einfach. So, das war der eine Raum, in dem wir sowieso waren. Und mehr gibt es hier jetzt nicht. Ah, okay, das ist hier. Permutfächer. Können wir auf. Oh, 40. Nice. Sonst noch irgendwas hier? Nö, nix um Komödchen. Und auch hier können wir wieder nichts. Kein Gemälde klauen. Wahrscheinlich können wir nur Gemälde von Personen klauen. Wobei das hier eigentlich auch ganz cool aussieht. Boah. Cthulhu. Wir können nur. Das ist auch geil mit den Geistern da oben. Wir können offenbar nur ausgewählte Gemälde mitnehmen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Hier ist auch nichts. Gut, das war also diese obere Etage zumindest hier. Und offenbar müssen wir sowieso auf diese Etage. Schon wieder was in der Nähe. Okay, pass auf, ganz kurz. Da unten und da oben auch nochmal eine Rune und da nochmal ein Knochenartefakt. Alles klar, vielleicht komme ich da auch hin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe das Gefühl, hier gibt es auch Wachen. Wenn hier ihr Büro ist, gibt es ja doch bestimmt auch Wachen. Da unten ist der Balkon, wo wir gerade eben waren. Wir könnten jetzt hier rumgehen.
speichere gerade erstmal. Na, das ist doch knallofitz. Das läuft doch wie geschnitten Brot. Dass sie bleibt, wo sie hingehört. Hypatia darf das Adamyne nicht verlassen. Denken Sie dran. Sir, neulich Nacht war sie auf einmal weg und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Lassen Sie mich eins klarstellen, Corporal. Die gute Frau Doktor verlässt das Institut nie. Es sei denn im Auftrag des Herzogs. Verstanden? Ich denke ja, Sir. Schon wieder der Herzog. Schon wieder der Herzog. Alles klar. Warte. Oh, warte, ich mach ganz kurz den hier. Ist er nicht hier lang gegangen? Da hinten. Im Auftrag des Herzogs verlässt Dr. Hypatia das Institut. Ich habe genug Sorgen, auch ohne ihre ständigen Beschwerden. Und auch vorhin war es ja der Herzog, von dem geredet wurde. Nachgeschaut, warum nicht? Superwache. Aber jetzt patrouillieren die hier oben wenigstens. So, den haben wir auch bewusstlos. Na gut. Es ist deutlich schwieriger, das Spiel zu spielen, wenn alle nur bewusstlos sein dürfen. Dr. Hypatias Büro, da ist es. Bevor wir reingehen, würde ich sagen... Ja, warte. Melden Sie sich nach Patrouille. So, hier oben. War hier oben nicht noch irgendwas? War hier oben nicht noch irgendwo ein Fragment oder irgendwas? Da oben und hier. Okay. Da im Gebäude. Ich dachte, hier oben auf dem Dach. Ah. Ihr cleveren Bastarde. Habt ihr das einfach hier oben versteckt? Rune. Und wir haben eine neue Rune. Mit der Rune können wir das Ding jetzt auch noch ein bisschen hier drauf machen. Oder wir sparen hierfür. Ich mache die Dauer aber trotzdem nochmal. Ne? Die Dauer mache ich auch mal ein bisschen hoch. Ja, denn... Ich weiß, wir haben es noch nicht gemacht mit der Beherrschung, aber ganz ehrlich, ich glaube, das kann nicht schaden, wenn wir die ein bisschen länger machen. Knopf drücken, können wir auch machen. Dann kommen wir von hier oben wahrscheinlich nach unten gefahren, würde mich nicht wundern. Da wäre man auch hier nach oben gekommen. Okay. Gut, wir sind immer noch nicht durch, denn hier oben soll auch noch was sein. Da oben soll noch was sein. Ich weiß, ein schwarzes Fragment. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob wir da drüben hinkommen. Komm. Schwarzes Knochenartefakt. Jetzt bin ich gespannt. Was macht denn ein schwarzes Knochenartefakt? Du gewinnst leichter an Kämpfen mit verkeilten Schwertern. Falkenangriffe regenerieren etwas Mana. Zielgenauigkeit. Armbrustbolzen verursachen etwas mehr Schaden. Das braucht man nicht unbedingt, wir nehmen sowieso nur Bewusstlosigkeit. Rohrkrepierer. Höhere Wahrscheinlichkeit, dass gegnerische Pistolen versagen. Das gefällt mir ganz gut. Münze. Münze. Und ein paar Eier. Boah, nice. Sehr, sehr cool. So, und hier kommen wir in den Fahrstuhl rein. Wir können mit dem Fahrstuhl fahren. Alles klar, ich speichere mal eben ganz kurz.
Oh, wir können doch nicht mehr. Können wir doch nicht. Interessant. Rekordsun, Halbbechers Büro. Waren wir hier schon oder nicht? Das ist die Frage. Traum brauchen wir gerade nicht, uns geht's ja gut. Schlüssel, scheiße. Okay, das Büro ist hier drüben.